Videokolumne Nummer 2. November 2019. Giuseppe Verdi und Ballo in Maschera. Erster Akt, zweite Szene. In der Oper geht es um Liebe, Verrat, ein Mord am Ende, Treue, Freundschaft. Aber es tritt auch eine Wahrsagerin auf, Ulrike. Ihre Szene ist diese zweite Szene und im Vorspiel zu der zweiten Szene wird eine Atmosphäre des Unheimlichen, eine Atmosphäre, in der dann eben gleich die Geister der Unterwelt beschworen werden in dieser Wahrsageszene, erschaffen. Wie macht Verdi das? Verdi war jetzt kein großes Instrumentationsgenie à la Berlioz, Richard Wagner oder Richard Strauss. Eigentlich instrumentiert er immer relativ konventionell. Aber hier macht er etwas ganz Besonderes, hat einen ganz besonderen Klangmoment. Die Szene beginnt mit einigen wuchtigen Orchesterschlägen. Dann wird dieser Dominant-Septnon-Akkord, der hier klingt, ein bisschen auskomponiert. Noch ein Orchesterschlag. Und dann erklingt im Sotto Voce, halbe Stimme, leise, eine kleine Melodie. Diese Melodie erklingt in den Streichern. Aber nicht in der Lage, in der ich sie hier eben auf der Orgel gespielt habe, sondern in der tiefen Streicherlage in Terzparallel. Hier unten. Die Celli spielen in der tiefen Lage, noch darunter, aber eben in einem ganz kleinen, engen Abstand die Kontrabässe. Oktav versetzt dazu ebenfalls in der tiefen Lage erste Violinen und Violas, also Bratschen, auch im Terzabstand. Etwas, was man eigentlich konventionell nicht machen sollte, weil sich die Obertonspektren der Instrumente, wenn die in der tiefen Lage so eng beieinander liegende Töne spielen, wiederum auch relativ eng beieinander überlagern. Dadurch gibt es Additions- und Differenztöne, die relativ gut hörbar sind, da eben auch in diesem eigentlich mittleren Register, in dem Register der menschlichen Stimme. Und dadurch wird das Klangbild eher ein bisschen matschig, diffus, unklar. Und genau das möchte Verdi hier haben, nutzt Verdi, um eben diese etwas unheimliche Szenerie zu schildern, darzustellen. Und im Original mit Orchester klingt das dann so. Und so weiter. Sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bei mir unter takt@deutscheoperberlin.de.